Hallihallo Leute und ja, wieder zurück bei Let's Play Dead Space. Hier bei einer neuen Aufnahme. Ist ja, sage ich jetzt aber, es sind keine 12 Stunden her seit das letzte Mal und so. Hab einfach alles schnell durch aufgerendert. Ich habe bemerkt, die letzten Rätsel haben mich doch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen gehabt. Ah, hallo. Lass dich nicht stören von deinem Treiben. Ich bin jetzt wieder weitaus motivierter als sonst. Ich muss sagen, ich habe beim Rennen wirklich bemerkt, wie einfach, ich weiß nicht, die Stimmung runterging, weil ganz ehrlich, die Rätsel da, die waren echt dämlich. Das mit dem Azurin, also das ging nicht. Deshalb musste ich einfach eine Pause. Ich wollte eigentlich fast durchaufnehmen die ganze Nacht. Also halt, das heißt, es war mehr, keine Ahnung, doppelt so viele Parts. Hab's dann aber doch abgebrochen, Gott sei Dank, und mache jetzt einfach heute wieder frisch von neuem. Okay, was ich damit anstellen. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also, Vorsicht. Oh. Oh, ich glaube, der Spaß hat soeben erst richtig begonnen. Das ist jetzt nicht so geil. Mal sehen. Weiter rüber. Da hinten haben wir nichts vergessen. Nee. Kommen wir hier. Ah. Da haben wir was entdeckt. Okay, wir müssen also tatsächlich hier durch. Das hier rüber. Dann das. Oh, das kann man nur dort. Okay. Und jetzt das hier. Nein, andere Seite. Verdammt. Ah, das ist. Ah, okay. Jetzt klappt's. Okay. Wie steht's eigentlich um unser Inventar? Wir haben genug Munition. Aber wir sind eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Wir haben ja eigentlich sehr viel. Was ist das da? Ein Luftbehälter? Ah ja, Luftkanistermittel. Bei der nächsten Gelegenheit können wir den verkaufen. Oh, Alter. Geil. Das ist schnell. Oh, hallo. Jetzt wird's langsam doch ein bisschen schwerer. Ich möchte die gern ganz betrachten, aber ich glaube, ich habe die doch ein bisschen sehr zerlegt. Ein bisschen. Ach, egal. Da liegt noch Munition. Ich hoffe, das sind nur. Ich hoffe, die haben nicht auch Kinder an Bord. Ich will nicht von den kleinen Biestern da mit den Tentakeln so schnelle Versionen davon haben. Aber eigentlich müsste. Dürften keine anderen Gegner die haben, weil das ist ja verschmolzene Stase und das haben ja nur Soldaten. Ich glaube nicht, dass die Kindern oder ich glaube nicht mal, die haben eine Brutstätte hier. Okay, ich will nicht in diese leuchtenden. Verdammt! Okay, die sind schnell. Vor allem möchte ich hier gar nicht Stase benutzen, weil ich habe das Gefühl, das macht sie dann nur normal. Also so wie Aboles. Aber zu treffen. Nja. Was ist das da? Ich. Irgendwas, okay. Dann passiert. Was passiert, wenn ich das. Okay. So viel dazu. Willkommen. Oh Gott, nicht noch mehr davon. Mach uns wieder ganz.
Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr unsere Frau. Oder wir haben nur richtige Halluzinationen. Irgendwas davon. Okay, es ist... Alter, wie dunkel es jetzt auf einmal ist. Mit dem Feuer im Hintergrund, da kennt man echt wenig. Okay, hier ist irgendwas, dass man... Munition. Oh Mist, ich muss... Na, ich bin natürlich... Na, ich, alle Freunde, ich habe... Der Steam ist natürlich offline. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Das ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob man Steam-Meldungen sieht. Falls nicht, ich habe gerade eine Steam-Nachricht bekommen. Also nicht in der Nachricht, wurde angezeigt, dass Steam noch läuft. Muss es kurz beenden. So. Bei Dextry bin ich mir da nie so sicher. Okay, es ist klar, wo wir hin müssen. Ich glaube aber... Was? Wir brauchen... den Stromkasten da hinten. Weil der funktioniert anscheinend ja nicht mehr. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Es ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Oh. Da haben wir so ein armes Schwein. Die haben schon eine ganz andere Rüstung. Ich werfe das einfach mal da rein, ob wir es brauchen oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Nochmal, okay. Nur um sicher zu gehen. Was? Leer? Ah, nee. Das ist meine Energie. Wozu haben wir dann... Okay, wieso auch nicht, ja. Verstehe ich. Erstmal speichern. Und wir könnten ein Medikit vertragen, sehe ich gerade. Wir sind hier tot bei Ankunft. Und, nee, warte, warte. Nein. Wir sind jetzt nicht mehr bei Kapitel 9. Wir sind jetzt eins weiter. Das ist die nächste Aufnahme. Achso, wir sind immer noch... Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Nur für den Fall, dass irgendwas passieren würde mit den Aufnahmen und so. Und ich muss alles nochmal spielen. Wozu habe ich das jetzt mitgenommen, wenn da hier eh schon alles und so... Verstehe ich nicht. Aber ich trete mal hier überall drauf, weil nicht, dass hier die noch zum Leben erweckt werden. Okay, da haben wir noch einen Geheimeingang. Oder ist das was... Moment mal. So, entschuldige, bin wieder da. Ich wurde gerade ein bisschen gestört während dem Aufnehmen. Daher kicke ich auch Leichen durch die Gegend, das ist verständlich. Wir müssen dahin. Wir können aber auch da rein und ich weiß nicht, wieso wir da... Ich mach da mal auf. Oh. Ich sehe schon, wieso wir da nicht rein sollten. Okay. So viel dazu. Hm. Oh. Es ist aber alle tot, du kannst auch gar nichts mehr... Ich dachte mal, es wären alle tot gewesen, aber anscheinend nicht. Gut, wir schnappen uns das Zeug. Hat sich doch gelohnt, das mitzunehmen? Hat funktioniert. Und wir haben da sogar noch einen weiteren Kern, ich weiß nicht wieso. Ja, okay, der Luftkanister und Stase, das ist jetzt ja... Wir hätten eigentlich auch das hier nehmen können, aber naja. Das weiß man ja nicht. Ein Medikit rein. Und dann in Fahrstuhl. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kine. Dr. Kine. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten.
Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Okay, ja. Oh. Also ich kann da nicht... Ich kann nicht abschießen, also ihn von seinen Qualen erlösen, klappt nicht. Kann ich ihn da raushieven? Nee. Der ist wohl einfach, der da kann man nichts mehr machen. Na toll. Ist auch gar nicht dunkel, oder? So, der ist hin, oder? Der steht nicht mehr auf. Plasmaenergie? Wir finden sehr viel Plasmaenergie, das ist geil. Okay, auch ein bisschen anderes Zeug. Alter, es ist echt dunkel hier drin. Wie sich das Spiel auf einmal so dreht. Oh, Slenderman. Oh nein, ich glaube, die schnappen sich jetzt gerade noch ein bisschen. Oh, ich muss nachladen. Hallo, ich bin hier der Kammerjäger. Oh, verdammt. So viel dazu. Das wird jetzt, okay. Es lebt immer noch. Jetzt ist es tot. Alter. Hier ist ein Slenderman, da noch zwei Explosions-Hainis. Aber wir sind ohne Schaden durchgekommen. Ja, ein ganz kleines bisschen. Und einen weiteren Energieknoten. Wenn wir gerade an der Werkbank sind, dann... Wieso auch nicht? Ich glaube, wir haben wieder... Ja, wir haben zwei. Plasma-Cutter. Braucht man nicht noch mehr Kapazität, ganz ehrlich. Wir wollten... Was wollten wir denn upgraden? Chinese wäre mal interessant. Die Rig. Mehr Luft, mehr Leben. Naja, braucht man nicht unbedingt. Impuls. Ja, nee. Flammenwerfer ist auch gerade nicht... Laserkanone macht schon genug Damage. Ganz ehrlich, ich würde Chinese nochmal eine Reichweite. Ja. Einfach, weil ich gemerkt habe, in den letzten paar Momenten, in denen ich es benutzt habe, ich brauche immer eine höhere Reichweite, damit ich einfach alles ansammeln kann. Was lebt denn hier noch? Ach so. Na, geht doch. Danke. Ich sollte nachladen. Ich kann nicht nachladen. Nutz mal die. Da haben wir ja auch ein bisschen Munition wieder. Okay, wir müssen anscheinend darüber. Was ist denn hier drin? Ein Audiolog. Hier spricht Commander Kerrigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch und extrem gefährlich. Okay, die hatten ja immerhin eine bessere Kommunikation und waren auch vor... Naja, vorbereitet darauf kann man nicht sagen, aber sie hätten... Naja. Schießstandsteuerung? Wir haben noch ein bisschen Zeit, ich starte das jetzt mal.
Ach, das, ich habe jetzt unlimitiert Munition. Ah, grün ist schlecht. Okay, weiß ich ja nicht. Blau ist schlecht. Also, wir sollten blau leben lassen, rot töten. Ich verstehe. Das war's. Ich starte es jetzt nochmal. Weil ich die 1000 erreiche. Vielleicht gibt es ein Achievement. Ich weiß es nicht. Und ich verschwende keine Munition dabei. Okay. Der letzte. Okay, das Mal war kein blauer drin. Hey! Vielen Dank für die Munition. Da kann man eigentlich sich Munition horten. Wahrscheinlich kann man das immer wieder machen. Mit allen Waffen. Cool. Aber gut, was ist das? Ist das ein Shop? Nee, das ist ein Eingang. Aber sind wir hergekommen, verdammt. Okay. Ich sehe noch keine Gefahr. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, denn wir sind schon, ja, 18 Minuten, machen wir im nächsten Part weiter. Weiter, so. Ja, bis zum nächsten Mal.